Und nun müssen wir von einer Entführung in Besewege in der Altmark berichten. Eine, die es in dieser Form sicher noch nie gegeben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf der einen Seite sogar recht einfach war, die Dame zu kidnappen. Sie hat nicht großartig widersprochen oder sich gewehrt. Aber auf der anderen Seite benötigt man dazu ein ganz spezielles Entführungsfahrzeug, ein ziemlich großes sogar. Sie war eine von ihnen. Ihre Herde ist noch da, doch sie ist weg. Mary hieß sie. Sie war die Lieblingskuh von Bauer Dieter Teigner. Sie war hochschwanger und der Landwirt war so etwas wie die Mutter der Entführten. Das ist eine 7 Jahre alte Limousin-Kuh, eine Herdbuchkuh. Und die habe ich mal per Flasche großgezogen, weil die Mutter bei der Geburt gestorben ist. Den Kidnappern war das egal. Sie nahmen Mary, die dickste Kuh, mit. Ausgerechnet am 7. Geburtstag von Mary fiel das dem Landwirt auf. Als er seine Herde durchzählte, da fehlte sie. Es ist ein emotionaler und vor allem ein finanzieller Verlust für den Landwirt. 2000 Euro ist die schwangere Mary wert. Die Kuh war hochtragend, also hätte in den nächsten Wochen gekalbt. Und die Rindfleischpreise sind im Moment recht heftig. Was ist da nur los nördlich von Stendal? Mary ist nicht der erste Fall von Tierentführung in der Altmark. Vor knapp einem Jahr war Lora plötzlich weg, der sprechende Papagei. Irgendwann brachten die Entführer den Kreischhals zum Glück wieder zurück. Doch Tierkidnapping, es scheint gar ein europaweit wiederkehrendes Phänomen zu sein. Im Zoo von Hampshire in Großbritannien wird ein Pinguin entführt. In Holland fischen Aktivisten einen Seehund aus einer Seehundestation. In Hessen lebt ein Gänserich 3 Monate in Gefangenschaft, bis er zu seinem jungen Herrchen zurückkehrt. Im sachsen-anhaltischen Göritz entführt ein Zoodirektor seinen eigenen Elefanten. Und jetzt der große Coup mit der Kuh. Ich denke mal, dass die Leute irgendwo vom Fach sind, denn wenn sie da hinten die Herde sehen, die Kühe sind eigentlich recht wehrhaft, haben Hörner und das müssen schon Leute sein, die mit Tieren umgehen können. Keiner weiß, wo die Kuh jetzt lebt, ob sie überhaupt noch lebt. Wer Hinweise hat, soll sich an die Polizei Stendal wenden. Der Landwirt hat 500 Euro Belohnung ausgesetzt. Doch vielleicht haben die Kidnapper Mary schon geschlachtet. Klar ist, wirklich schützen kann man die Tiere auf der Weide nicht.